Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser gemeinsamen Konferenz vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut und dem Hugo-Sinzheimer-Institut für Arbeits- und Sozialrecht, beide in der Hans-Böckler-Stiftung. Es ist eine gemeinsame Veranstaltung und das wird heute auch noch im Programm sehr deutlich werden. Ich bin Julia Kropf, freue mich sehr, dass ich Sie durch diesen Tag begleiten darf. Ja, Corona hat viele alte und neue gesellschaftliche Fragen aufgeworfen. Und eine ganze Reihe davon sind bis heute eigentlich unbeantwortet geblieben. Bei vielen dieser Handlungsfelder stand die Gleichstellung wie der berühmte Elefant im Raum und war mehr als offensichtlich. Eine Verknüpfung dieser vielen verschiedenen Handlungsfelder hat vielfach nicht stattgefunden. Das wollen wir heute ändern. Und wie? Das wird Ihnen jetzt erläutern Dr. Yvonne Lott, eine der Gastgeberinnen des heutigen Tages. Sie leitet das Referat Geschlechterforschung am WSI in der Hans-Böckler-Stiftung. Herzlich willkommen, Yvonne. Dankeschön, Julia. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zur Gleichstellungstagung des WSI und des HSI. Also ich freue mich wirklich sehr, nicht nur Sie, liebe Zuschauerinnen, online vor Ihren Bildschirmen daheim oder an anderen Orten begrüßen zu dürfen, sogar auch Gäste vor Ort hier zu haben. Julia hat es ja schon gesagt, wir können hier ein paar Menschen willkommen heißen und das ist schön und ganz persönlich gesprochen tut auch wirklich sehr, sehr gut nach der langen Corona-bedingten Abstinenz und ich freue mich sehr auf den Austausch ganz persönlich face-to-face beim Café, beim Mittagessen, was doch einfach nicht wirklich durch Online-Technik ersetzt werden kann. Julia hat es ja schon kurz angesprochen, wir haben die Corona-Pandemie hinter uns, wir haben auch einen sehr bewegten Wahlkampf hinter uns, die Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen laufen zurzeit, also eher die Sondierungsgespräche und was wir feststellen müssen leider ist, dass gleichstellungspolitische Themen doch bisher wirklich wenig Raum gefunden haben und Gleichstellungspolitik doch bisher sehr hinten rüber gefallen ist. Das ist insofern bemerkenswert, als dass gerade die Pandemie nochmal so deutlich gezeigt hat, wo eigentlich die Probleme in Sachen Gleichstellung liegen und die Herausforderungen, sei es beim Gender Pay Gap, also der Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen, beim Gender Time Gap, der Tatsache, dass einfach Frauen ihre Arbeitszeit eher verkürzen oder häufiger verkürzen als Männer und dem Gender Care Gap, dass eben Frauen nach wie vor den Löwenanteil der Kinderbetreuung stärken. Das war vor der Pandemie so, das war auch während der Pandemie so. Wir haben aber nicht nur anderthalb Jahre Corona-Pandemie hinter uns. Wir sehen schon seit langer Zeit einen Transformationsprozess des Arbeitsmarktes und der Arbeit, Stichwort Digitalisierung. Das wirft auch weitere Herausforderungen für Gleichstellung und Gleichstellungspolitik auf. Ich nehme mal einfach ein Stichwort, über das wir bestimmt heute auch noch sprechen, ist die Qualifizierung von Frauen und Männern und dass eben auch Frauen genauso wie Männer eben nicht den Anschluss an den technischen Wandel und an den Arbeitsmarkt verlieren, ist eine Herausforderung, der wir uns sicherstellen müssen. Was wir sicherlich sagen können, ist, dass die Genderungleichheit, also Geschlechterungleichheit, sich verschärfen wird. Und vielleicht sogar in Teilen auch neu geschaffen wird, wenn die Digitalisierung nicht gut gestaltet wird. Und das ist eben auch nicht zuletzt Aufgabe der Politik. Es ist jetzt aber nicht so, als hätten wir nur Ideen dazu, wo die Probleme liegen und die Herausforderungen. Und wir sind völlig blank, wenn es darum geht, was denn eigentlich getan werden muss. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben viele sehr kluge Vorschläge auf dem Tisch, was in Sachen Gleichstellung stärken angepackt werden muss. Und das ist sicherlich Aufgabe der neuen Bundesregierung in der neuen Legislatur, das umzusetzen. Das Ziel dieser Tagung ist erstmal, und das machen wir heute Vormittag, zu erörtern, nochmal zusammenzuschauen, uns auf den Stand zu bringen, okay, welche gleichstellungspolitischen Probleme und Herausforderungen haben wir eigentlich nach anderthalb Jahren Corona, auch begleitend von den Transformationsprozessen der Digitalisierung und welche Aufgaben muss sich eigentlich die neue Bundesregierung stellen. Das machen wir, wie gesagt, heute Vormittag.
Und dafür schauen wir sowohl einmal auf die betriebliche Praxis mit meinen Kolleginnen hier aus den Gewerkschaften. Ich freue mich sehr, dass zwei immerhin hier live vor Ort sein können. Und dann gucken wir auch noch mal weg von der betrieblichen Praxis sehr viel breiter auf die Daten und Fakten, also auf den empirischen Forschungsstand, wie es eigentlich mit der Gleichstellung in der Corona-Krise bestellt war, welche Probleme wir da haben, und gucken auch noch mal ganz konkret auf die Ergebnisse des dritten Gleichstellungsberichts, der sich ja eben fokussiert hat auf das Thema Digitalisierung und Geschlechtergleichstellung. Heute Nachmittag wird es darum gehen, was denn jetzt eigentlich getan werden muss. Da werden wir einen sehr konkreten Lösungsvorschlag herausgreifen, den uns angucken und diskutieren, nämlich den Entwurf eines Gleichstellungsgesetzes, den der Deutsche Juristinnenbund vorgelegt hat. Und abschließend wollen wir natürlich wissen, und dafür haben wir SozialpartnerInnen und auch PolitikerInnen eingeladen, inwiefern ein solcher Entwurf dieses Gleichstellungsgesetzes sinnvoll und unterstützenswert ist. Und wir wollen natürlich auch noch wissen, was eigentlich die Politik sich sonst vorgenommen hat, in der kommenden Legislaturperiode diese vielfältigen Herausforderungen bei der Gleichstellungspolitik zu meistern. Ich freue mich sehr auf den gemeinsamen Austausch heute mit Ihnen, euch online. Also wir haben auch einen Chat, wo Sie sich engagieren können, sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag in dem letzten Panel, aber eben auch beim Kaffee, hier auch bei dem Austausch vor Ort. Ich wünsche uns allen eine erkenntnisreiche und inspirierende Veranstaltung und übergebe an Julia. Vielen Dank. Ja, danke Yvonne, und ich glaube, die Aufbruchstimmung, die wir alle gerne hätten jetzt, die ist gerade deutlich geworden, und ich glaube, hier scharren alle mehr als mit den Hufen, dass es beim Thema Gleichstellung tatsächlich auch endlich mal vorangeht. Bevor wir die Diskussion gleich starten, noch ein paar technische und organisatorische Hinweise. Sie sind alle hier vor Ort und an den Bildschirmen ganz herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Wir haben inzwischen identifiziert, woher diese kleinen Störgeräusche kommen. Die kommen, wenn sich jemand in diese Videokonferenz dazuschaltet und so frech ist, die Stummschaltung aufzuheben. So, also deswegen die Bitte an Sie, die Sie sich zuschalten, das ist schon so gemeint mit der Stummschaltung erstmal. Also Sie dürfen sich zu bestimmten Zeitpunkten auch gerne beteiligen, aber die Stummschaltung wäre super, wenn Sie die drin lassen, damit wir einfach keine Störgeräusche hier für alle hören. So, also beteiligen können Sie sich gerne vor allen Dingen gleich in der Einstiegsdiskussion und in der Abschlussdiskussion. Sie können, wenn Sie sich online beteiligen, das gerne im Chat tun. Yvonne Lott wird Ihre Fragen sammeln und die dann hier auch live in die Diskussion einbringen. Hier vor Ort können Sie sich gerne melden und ebenfalls dann nach vorne kommen. Hier steht ein Mikrofon zur Verfügung und Sie sind herzlich eingeladen, sich hier vor Ort zu beteiligen, und ich versuche, das alles in eine gewisse Ordnung zu bringen. So, ich glaube, damit wären die organisatorischen und technischen Fragen gelöst, und deshalb freue ich mich jetzt sehr auf den Start in diese Veranstaltung, auf den inhaltlichen, indem wir einen kurzen Blick oder einen intensiveren Blick in die Betriebe selbst werfen. Wie sind Betriebe verschiedener Branchen mit der Corona-Pandemie zurechtgekommen, und dann daraus auch ableiten, was gilt es jetzt eigentlich zu tun. Und ich freue mich sehr, jetzt auf der Bühne zu begrüßen Elke Hanack, die stellvertretende Bundesvorsitzende vom Deutschen Gewerkschaftsbund, Andrea Kotschisch, die stellvertretende Vorsitzende von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Herzlich willkommen, dass Sie da sind. Und ich gehe jetzt mal hinter den Tisch und begrüße an dieser Stelle auch noch zusätzlich ganz herzlich Claudia Tietke. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Sie ist uns aus Hamburg wahrscheinlich zugeschaltet online. Herzlich willkommen, Frau Tietke. So, bevor wir jetzt gleich in die Diskussion gehen, lassen Sie uns mal ganz kleinen kurzen Film gucken, der extra für diese Veranstaltung auch gedreht wurde, um auch noch mal zu zeigen, wo sind eigentlich die Stellschrauben für eine bessere Gleichstellung aus Sicht von Vertreterinnen verschiedener Branchen. Es wurden Frauen befragt aus der Pflege, aus der Hotelbranche und auch aus der Industrie. Und ich würde sagen, lassen Sie uns die 4 Minuten den Film gucken und dann darüber diskutieren und das zum Anlass nehmen. Film ab, bitte.
Lassen Sie uns in die Diskussion einsteigen. Das waren jetzt verschiedene Einzelstimmen, Anführungsstrichen, die aber, glaube ich, ziemlich gut deutlich gemacht haben, worum es ging. Vielleicht mögen Sie alle sozusagen aus Ihren Bereichen auch nochmal ergänzen bzw. zusammenbinden. Was waren die besonderen Herausforderungen in Ihren Betrieben während der Corona-Pandemie mit dem speziellen Blick auf Gleichstellung? Frau Kottisch, vielleicht mögen Sie anfangen und dann Frau Hannack, dann Frau Tietke. Ja, das es ist ja gerade in den Filmbeiträgen schon herausgestellt worden, dass wir zunächst mal die Probleme der Hygiene- und Schutzmaßnahmen hatten. Wenn man auf den Bereich der Pflege guckt, also Krankenpflege, Altenpflege, waren das ja Riesenherausforderungen. Die haben wir auch überall gesehen und wir haben versucht, da auch drauf zu drängen, dass da schnell Abhilfe geschaffen wird. Zwar aber nicht nur in dem Bereich, wenn man auf die vielen Frauen im Einzelhandel guckt und sich mal selber angesehen hat, wie sich das entwickelt hat. Am Anfang gab es da noch relativ strenge Vorgaben, wie viele Menschen durften ein Geschäft betreten, da gab es Securities, da haben alle möglichen Leute noch drauf geachtet. Das hat sich aber ziemlich schnell in Luft aufgelöst und die Beschäftigten da, die ja dann auch als systemrelevant gefeiert wurden, waren auch erheblichen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. Das war mal das erste Problem, was, wie gesagt, auch gerade geschildert wurde. Und dann kam natürlich die Phase, dass ganz viele Betriebe geschlossen hatten, die Kurzarbeit. Wir haben als Verdi auch gefordert, dass die 67% nicht ausreichen, dass stärker aufgestockt werden muss. Dann ist ein Unterschied, ob man von 9,60 Euro Mindestlohn 67% bekommt oder von einem Einkommen, was weiß ich, von 4.000 Euro oder so. Das hat die Menschen wirklich in, und vor allen Dingen Frauen, in Existenznöte gebracht. Die dringende Bitte, wenn Sie in die Videokonferenz reinkommen, lassen Sie die Stummschaltung bitte an. Sonst hören wir Sie hier im Saal. Ja, ich war gerade bei dem Thema Kurzarbeit und finanzielle Sorgen und Nöte. Dann natürlich Frauen, die auch noch alleinerziehend waren und gleichzeitig, obwohl sie arbeiten mussten, gucken mussten, wie sie ihre Kinder betreuen. Das war für einige wirklich ständige Arbeit am Limit. Und im Prinzip hat die Corona-Krise, wenn ich sage Einkommenssituation und Belastungssituation, die ja hier auch schon geschildert ist, die Problemlagen nochmal richtig nach oben gespült. Und es haben sich ja viele jetzt vorgenommen, sich dieser Problematik auch anzunehmen. Das ist bis heute aber leider noch nicht unser Eindruck. Also da gibt es noch einiges zu tun. Absolut. Ja, und wir sprechen ja bei Verdi auch von einer Gewerkschaft, die mehr weibliche Mitglieder hat als männliche Mitglieder. Also das nochmal vor dem Hintergrund. Ne? Genau, so ist das. Und die Beschäftigten, die weiblichen Beschäftigten sind in den allermeisten Fällen eben nicht in Bürojobs, sondern die sind in der Dienstleistung dann auch in den Face-to-Face, in den Kundinnen-Kunden-Bereichen, trifft ja auch auf Erzieherinnen zu, auf diejenigen, die in den Kitas arbeiten, Sozialarbeiterinnen. Und deswegen war das schon wirklich dramatisch, was da in den ersten Monaten passiert ist. Frau Hannack, da Sie vom DGB sind, würde ich vielleicht kurz noch mal erst zur NGG schalten sozusagen und dann Sie für den Überblick. Frau Tietke, wir haben Beispiele auch aus Ihrem Bereich sozusagen gehört. Die Hotelbranche war auch sehr gebeutelt. Wie ist Ihr Fazit? Was waren die besonderen Herausforderungen mit Blick auf Gleichstellung? Also von mir erstmal ein wunderbares Moin Moin aus Hamburg in die Runde und herzlichen Dank, dass ich hier bei Ihnen sein darf und aus Blick Richtung Gewerkschaft NGB ein Stück weit dazu beitrage. Also wenn wir mal genau hinschauen, dann hat sich für uns zu Beginn der Pandemie und dem Lockdown, ich würde sagen gerade im Gastgewerbe, sicherlich weniger gleichstellungspolitische Fragestellung gestellt, sondern es ging hauptsächlich um Existenzfragen unserer insbesondere Kolleginnen. Denn gefühlt von einem Tag auf den anderen standen unsere Beschäftigten, und das sind in diesen Branchen überwiegend Frauen, vor der Situation, dass sie gar nicht mehr wussten, wie sie ihren, und zwar ganz einfachen Lebensunterhalt bestreiten sollen. Von einem ohnehin schon sehr geringen Einkommen sollten sie dann plötzlich von 60-67% Kurzarbeitergeld leben. Und da brauche ich, glaube ich, niemanden zu erklären, dass das einer Katastrophe tatsächlich gleichkommt.
Und da spreche ich noch nicht mal von den vielen, vielen 450-Euro-Kräften, die ja gleich schon zu Beginn des Lockdowns nicht mehr beschäftigt wurden und die eben leider auch überhaupt keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben. In den Betrieben war es uns dann wichtig, bei den Vereinbarungen zur Kurzarbeit eben unsere Betriebsräte so zu unterstützen und zu koordinieren, dass es eben auch hier eine Zuzahlung geben kann. Und das haben wir, das will ich auch so beschreiben, wirklich gut gemacht. Wir haben teilweise in Betrieben mit Betriebsräten Zuzahlungen bis zu 90% beim Kurzarbeitergeld erreicht. Das war überlebenswichtig, nicht nur für Kolleginnen natürlich, sondern auch für Kollegen. Und das ist, glaube ich, uns sehr gut gelungen. Daraus ist dann ja auch die Forderung nach dem Mindestkurzarbeitergeld entstanden, weil die Beschäftigten in dieser Situation eben vor dem finanziellen Ruin gestanden haben, sofern sie nicht über betriebliche oder tarifliche Regelungen abgesichert wurden. Und da haben wir im Übrigen mit der Verdi in dieselbe Richtung eben auch argumentiert. Die zweite Herausforderung war, dass die Betriebe in der Lebensmittelindustrie ja ebenfalls als systemrelevant eingestuft wurden und ein ganz anderes Extrem tatsächlich erlebt haben, nämlich den stetigen steigenden Bedarf an Lebensmitteln. Die mussten dann nun produziert werden und beziehungsweise war es dann eben auch wichtig, dass man da in der Produktion hinterherkommt. Also da haben wir nicht davon gesprochen, dass Menschen in den Industriebetrieben zu Hause bleiben, sondern wir haben in der Tat darüber gesprochen, dass es zu Arbeitsverdichtung gekommen ist, dass ganz viele Überstunden in unseren Branchen, in diesen Bereichen gemacht wurden. Und daraus haben sich natürlich dann auch Betreuungsprobleme ergeben. Das ist, glaube ich, liegt auf der Hand. Insgesamt lassen sich ja unsere Branchen sicherlich schon so beschreiben, dass besonders die Kinderbetreuung und die Organisation dieser in Frauenhand lag. Über die gesamte Sicht des Lockdowns betrachtet waren in einigen unseren Bundesländern sicherlich die langen Schließzeiten wirklich ein großes Problem, also Kita, Schule. Und das hat dazu geführt, dass viele gerade Kolleginnen eben freiwillig auch in der Kurzarbeit geblieben sind, um die Betreuung gewährleisten zu können. Und im Gastgewerbe haben wir einen wirklich besonders hohen Anteil an Frauen. Und auch gerade in der Industrie arbeiten die Kolleginnen in den unteren Lohngruppen. Und daraus ergibt sich natürlich auch, dass Frauen in der Summe geringere Entgeltersatzleistungen erhalten haben und einem höheren finanziellen Druck auch wirklich ausgesetzt waren. Und teilweise, ich erlebe das heute, wenn wir in die Welt schauen, auch immer noch sind, denn in diesen Bereichen gibt es ja auch immer noch Kurzarbeit. Wir haben, glaube ich, jetzt viele Punkte genannt und einen Satz gesagt, es ging vor allen Dingen um Existenzfragen. Frau Hanack, sind Existenzfragen Gleichstellungsfragen? Ist das auch sozusagen nochmal eine zugespitzte Erkenntnis aus der Corona-Pandemie? Wie haben Sie das sozusagen quer durch alle Gewerkschaften wahrgenommen? Existenzfragen auch Gleichstellungsfragen sind. Wir haben ja in der Pandemie auch festgestellt, dass insbesondere die zusätzliche Hausarbeit, die zusätzliche Sorgearbeit, beispielsweise durch die Schließung von Kitas, von Schulen, von den Frauen aufgefangen wurde. Also rund 2/3 aller Mütter haben in einer Umfrage gesagt, sie haben die Hauptlast der Kinderbetreuung zu Hause getragen, nur 7% der Väter haben das gesagt. So, und das ist schon wirklich eine Retraditionalisierung. Selbst die jungen, modernen Männer, wie Manuela Schwesig sie immer genannt hat, gehen zu traditionellen Rollenbildern über. Und wir haben festgestellt in der Pandemie, dass sich der Gender Time Gap, also die Arbeitszeitlücke zwischen den Geschlechtern, nochmal vergrößert hat. Das heißt, Frauen arbeiten heute 11 bis 12 Wochenstunden weniger als ihre männlichen Kollegen. So, das war vor der Pandemie, lag diese Arbeitszeitlücke noch bei 10 Wochenstunden. Auch hier muss man von einer klaren Retraditionalisierung sprechen. Da gibt es gar nichts zu beschönigen. Und auch Minijobs beispielsweise oder die angesprochenen Lohnsteuerklassen 3 und 5
haben sich ja überhaupt nicht als krisenfest irgendwo gezeigt. Im Gegenteil, die Minijobs waren mit die ersten Jobs in dieser Republik, die wegfielen, die übrigens auch keine soziale Absicherung für die Frauen bringen. Und die Lohnsteuerklassenkombination von Paaren, der Mann in der Lohnsteuerklasse 3, die Frau in der Lohnsteuerklasse 5, haben sich für Frauen gerade bei der Berechnung des Kurzarbeitergeldes am Nettolohneinkommen als besonders ungünstig erwiesen. Auch hier muss man wirklich sagen, sieht man eine Retraditionalisierung und die Einkommensunterschiede in Paarbeziehungen sind dadurch auch noch vergrößert worden. Also hier gibt es viele Punkte, wo wir ansetzen müssen, politisch, aber auch betrieblich. Weil ich glaube, die wichtigste Lehre aus der Pandemie ist, dass wir die Verantwortung für Sorgearbeit endlich auch als eine Normalität in den Betrieben empfinden, nicht nur empfinden müssen, sondern sie als Selbstverständlichkeit begreifen müssen. Hier sind unsere Betriebsrätinnen gefragt, das auch umzusetzen. Hier brauchen wir einen Kulturwandel, hier brauchen wir Führungspersönlichkeiten, die eben nicht mehr nur den rund um die Uhr Beschäftigten sozusagen als Vorteil empfinden, der auch in Präsenz im Betrieb ist, sondern eben auch die Kollegin, die Sorgeverantwortung zu Hause übernimmt, womöglich im mobilen Arbeiten ist und auch mobil von zu Hause aus ihre Arbeit erledigt, die aber die gleichen Chancen hat auf Weiterqualifizierungsmaßnahmen, auf Aufstieg im Betrieb und an der Stelle nicht nur diejenigen auch berücksichtigt werden, die man sieht. Ja, nicht nur die berücksichtigt, die man sieht, ja. Also erstmal an der Stelle auch, der DGB wurde sehr gelobt, sozusagen in den Vorgesprächen, dass hier wirklich auch in der Corona-Zeit die Kräfte gebündelt wurden und wirklich all das, was in den Einzelgewerkschaften auch passiert, gerade mit Blick auf das Thema Gleichstellung, also wirklich zusammengeführt wurde, um mit vereinter Kraft da voranzugehen. Und das ist jetzt genau die Frage. Also was hat denn aus Ihrer Sicht auch diese sehr mühsam und schlimm anderthalb Jahre vielleicht auch an neuen Chancen gezeigt, auf denen man jetzt aufbauen kann, also wenn man das so sagen kann. Wie kann man sozusagen das, was Sie jetzt auch gelernt haben in der Zeit, was sich verschärft hat, wie kann man damit gegensteuern und vielleicht dieses Momentum auch nutzen? Also was würden Sie da sagen? Ich will jetzt gar nicht immer jeden so nach der Reihe dran nehmen, sondern vielleicht steigen wir einfach in das Gespräch an dem Sie sich hier und auch an dem Bildschirm gerne beteiligen können. Soll ich? Mache ich gerne. Also ich meine, auch für Gewerkschaften waren ja vor viele neue Herausforderungen gestellt in der Pandemie. Von jetzt auf gleich kam das mobile Arbeiten. Die Leute wurden nach Hause geschickt. So, dann musste man schnell schauen, sind die technischen Geräte alle da? Wenn nicht, mussten die beschafft werden. Sind Plätze da zu Hause, wo die Kolleginnen und Kollegen auch ordentlich mobil arbeiten? Und wir mussten uns positionieren als Gewerkschaften. Insgesamt im DGB und haben uns auch darauf verständigt, ein Recht auf selbstbestimmtes mobiles Arbeiten zu fordern, das allerdings auch begleitet werden muss durch Tarifverträge, durch tarifverträgliche Regelungen, durch die Mitbestimmung. So, und da sind bis heute Lücken, das war schon ein guter Schritt, ich will gar nicht meckern, was Hubertus Heil gesetzlich flankiert hat, aber das ist natürlich nicht ausreichend. Das Recht, den Rechtsanspruch haben wir immer noch nicht, den brauchen wir. Ich glaube, auch gerade für Frauen kann das eine echte Chance sein, sozusagen die Vereinbarkeit besser zu regeln. Aber wir brauchen natürlich auch digitale Zugangsrechte. Unsere Betriebsräte, Betriebsrätinnen stehen teilweise oder sitzen in ihren Büros und haben überhaupt keine digitalen Zugangsrechte zu ihren Kolleginnen und Kollegen, die zu Hause arbeiten. Da brauchen wir eine Regelung. Das ist ja ein gestalterischer Prozess, den wir mit den Gewerkschaften gemeinsam auch diskutieren und auch umsetzen müssen in den Betrieben. Die Arbeitsverdichtung, die uns immer wieder geschildert wird, auch von unseren Gewerkschaften in den Betrieben, so der Kolleginnen und Kollegen, muss geregelt werden. Also nicht die jederzeitige Verfügbarkeit, nur weil man zu Hause das Gerät hat. Heißt das noch lange nicht, es gelten keine Arbeitszeiten mehr in Deutschland für die
Homeoffice Beschäftigten. Ja. Nun ist mobiles Arbeiten, das wissen Frau Tietke und Frau Kotschisch natürlich mit am allerbesten, nicht überall für jede und jeden möglich und vor allen Dingen nicht für jede. Vielleicht werfen Sie nochmal auch speziell den gleichstellungspolitischen Blick darauf, wo jetzt die Chancen liegen und wie sozusagen dieses Momentum jetzt auch noch stärker nach vorne gebracht werden kann. Frau Kotschisch und dann Frau Tietke, bitte. Sie haben es ja gerade gesagt, mobile Arbeit betrifft nur einen Teil der Beschäftigten, auch nur einen Teil der weiblichen Beschäftigten. Aus meiner Sicht wird das Thema natürlich extrem gehypt, wobei ich auch dafür bin, dass man, oder wir dafür sind, dass man es gesetzlich regelt mit Ansprüchen. Aber es geht nicht darum, Arbeit so zu organisieren, dass der schlechte Zustand, den wir jetzt erkannt haben, dass nämlich jemand, der zu Hause ist, alles gleichzeitig machen soll, dass der sich dadurch verfestigt. Aber es gibt ja so Themen, die waren ja vorher schon da. Ich sag mal ein Beispiel in der Pflege. In der Altenpflege die extrem schlecht entlohnten Jobs, völlig entgrenzt, und in der Krankenpflege auch das Thema Entlohnung, aber gar nicht so sehr, sondern viel stärker noch das Thema der extremen Belastung. Und wer aus Berlin kommt, weiß das, dass wir gerade hier die Charité und Vivantes bestreiken und da einen riesen Zulauf von Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern haben, die sagen, wir brauchen eine Entlastung. Jede dritte Pflegerin überlegt, aufzuhören, aus dem Job rauszugehen, obwohl wir viel zu wenige haben. Und das heißt, die setzen sich jetzt ein, und ich denke, das ist auch durch Corona mit forciert worden, ihre Situation zu erkennen, die in aller Munde war, und zu sagen, und jetzt gehen wir eben nicht wieder zurück in die Ecke und geben uns mit diesem Zustand zufrieden, sondern wir brauchen Personalbemessung oder im Handel das Thema Sonntagsarbeit, Entgrenzung. Ja, die großen Einzelhandelsunternehmen haben ja erstmal darauf gedrungen, dass es jetzt noch überall verkaufsoffene Sonntage gibt. Eine Katastrophe für die Beschäftigten, die da arbeiten. Und solche Themen jetzt nochmal nach vorne zu schieben und zu sagen, schöne neue Arbeitswelt, Arbeitszeitgesetz verändern, FDP hat das ja auf der Tagesordnung. Was bedeutet das eigentlich im Sinne von Gleichstellung und von der Belastungssituation für Frauen in besonderen Branchen? Und das sind ja nun mal große Branchen, ne, über die ich gerade rede, Handel, Pflege, also das Gesundheitswesen, da gibt es ja noch ein paar mehr. Und die Themen jetzt erstmal nochmal nach oben zu spülen, das ist unser Hauptaugenmerk im Moment. Und das klappt auch ganz gut, will ich mal sagen. Politische Verantwortung da deutlich zu machen. Ja, das ist gut zu hören. Ich habe gesehen, hier hat sich jemand gemeldet. Ich würde vorher noch kurz gerne Frau Tietke auch fragen, wie haben Sie das Gefühl, wie kann in Ihrem Bereich sozusagen dieser gleichstellungspolitische Blick geschärft werden für die Zukunft, um sozusagen die Erkenntnisse, die jetzt vielleicht auch ein bisschen in die Allgemeinheit gedrungen sind, besser zu nutzen? Also ich würde das erstmal so ganz vorsichtig anfangen zu formulieren. Es gab auf jeden Fall einen Erkenntnisgewinn in diese Richtung. Gerade in unseren Branchen, glaube ich, wenn wir vom Gastgewerbe sprechen, wenn wir von der Industrie sprechen, dann sprechen wir eben nicht nur von Verwaltungsbereichen und von Tätigkeiten, die an einem Büroarbeitsplatz erfolgen, sondern wir sprechen davon, dass wir im Grunde genommen mit Beschäftigten zu tun haben, die wirklich auch im Betrieb anwesend sein müssen. Daher würde ich vielleicht wirklich mal sagen, dass wir in verschiedenen Bereichen vor ganz großen Herausforderungen stehen. Also auch mit Blick Richtung diesen mobilen Arbeiten. Wie kann das überhaupt rein praktisch aussehen? Also hier wird die Politik sehr gefordert sein. Ich will auch gerne mal ein Beispiel auch aus dem Verwaltungsbereich benennen. Wir haben ja auch ganz viele unterschiedliche Fälle in unserer Gewerkschaft gehabt. Und da gab es eine Situation, wo eine Beschäftigte unten im Keller, dort gab es einen Büroarbeitsplatz, angetroffen wurde, also in der Nähe vom Lager, von den Waren. Und dort wurde sie gefragt, was sie dort denn tun würde. Alle Beschäftigten hätten doch den Befehl, in Anführungszeichen, sich im Homeoffice zu befinden. Und diese Beschäftigte hat dann gesagt, ich kann zu Hause nicht arbeiten. Meine Kinder, wir haben eine kleine Wohnung und ich bin froh, dass ich diesen Arbeitsplatz hier unten gefunden habe. Ich sehe keinen, ich störe doch keinen. Und ich muss raus zu Hause, weil ich nicht arbeiten kann. Ich muss in den Keller hier hinein. Und das sage ich auch ganz konkret so.
Denn ich kann einfach zu Hause mit meinen Kindern meiner Arbeit nicht nachkommen und Kinderbetreuung, Arbeit geht nicht zusammen. Und damit will ich das nochmal sehr deutlich machen, glaube ich, mit diesem anschaulichen Beispiel, dass eben die Politik nicht mit einem Federstrich sagen können wird, mobiles Arbeiten muss her, sondern es muss klare Perspektiven für mobiles Arbeiten geben. Und es darf sich insbesondere für weibliche Kolleginnen, natürlich auch für die männlichen Kollegen, aber insbesondere für die weiblichen Kolleginnen, die mehrheitlich eben die Kinderbetreuung dazu noch geleistet hat, da muss es wirklich ganz, ganz klare Regeln geben und eben auf gar keinen Fall ein rund um die Uhr Zugriff auf mobiles Arbeiten, auf die Gerätschaften dazu. Ich glaube, was an dem, was Sie gesagt haben, ja auch deutlich geworden ist, dass wir immer sehr punktuell auf das Thema Gleichstellung gucken, aber so selten sozusagen, wenn es um konkrete Maßnahmen geht, so die Verbindungen hergestellt werden. Es geht nicht alleine darum, dass man zu Hause arbeiten kann oder Frau zu Hause, aber es geht nicht alleine um bessere Betreuung. Es geht sozusagen um das systemische Zusammenspiel all dieser Lebens- und Arbeitsbereiche. Nur so kann es ja dann auch funktionieren. Ich habe gesehen, hier hat sich jemand gemeldet. Mögen Sie zu uns nach vorne kommen und hier liegt ein Mikrofon für Sie bereit. Dann dürfen Sie sich jetzt schon mal in die Diskussion einbringen. Und Yvonne gibt mir ein Zeichen, wenn sie aus dem Chat was hat. Vielleicht sagen Sie ganz kurz, wer Sie sind. Ich glaube, das wird gleich dann angeschaltet. Sprechen Sie einfach weiter. Mein Name ist Frau Kuckuck. Ich bin. Doch nicht. Vielen Dank. Mein Name ist Frauke Gützko. Im geschäftsführenden Vorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft verantworte ich die Frauengleichstellungsgeschlechterpolitik. Und ich möchte erstmal Danke sagen an Andrea, Claudia und Elke, die ihr hier diese Spannungsfelder gleichstellungspolitisch, aber auch was den Arbeits- und Gesundheitsschutz betrifft und was die Spezifika der Berufe betrifft, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden, herausgearbeitet habt. Wir haben im Bildungsbereich einen enormen Druck wahrgenommen, die Kolleginnen und Kollegen in Schulen und Kitas. Da wurde immer versucht, den Arbeits- und Gesundheitsschutz gegen das Bildungserfordernis auszuspielen. Das war eine sehr harte Situation für uns als Gewerkschaft, da immer die Balance zu finden und das auch zu vertreten. Wir haben festgestellt, dass die Bildungsarbeit ja von einem auf den anderen Tag in die Familien verlagert wurde. Das, was an Grundschulen läuft, was an Kitas läuft, musste plötzlich zu Hause geleistet werden, überwiegend von Frauen. Und das ist eine schwierige Balance. Es ist einerseits die Gefahr der Entprofessionalisierung, so nach dem Motto, läuft doch zu Hause auch. Andererseits haben wir aber auch festgestellt, die Wertschätzung und Anerkennung der Professionalität der Kolleginnen und Kollegen ist gewachsen, weil die Eltern eben festgestellt haben, dass sie es in der Familie nicht so gut leisten können. Und auch in unserer Branche gab es eine enorme Verdichtung, dadurch, dass Präsenz in Kita und Schule gefragt war und gleichzeitig der Distanzunterricht. Mhm. Deshalb auch in unserem Organisationsbereich die Forderung nach Entlastung. Mhm. Und auch diese schwierige Balance zwischen Berufstätigkeit und Kinderbetreuung war in unserem Organisationsbereich natürlich auch festzustellen. Gleichstellungspolitisch stelle ich fest, wie wichtig unsere Forderung im DGB ist nach Abschaffung des Ehegattensplittings. Das ist sehr traurig, dass das jetzt so viele Kolleginnen noch mal so hautnah erleben mussten, diese Notwendigkeit, dass wir da mit ein bisschen mehr Energie rangehen als bisher. Und ja, ich würde auch sagen, Gleichstellungsfragen sind Existenzfragen und da gibt es noch viel mehr Baustellen als die der Steuerpolitik. Danke. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank auch noch für diese Ergänzung aus dem Bereich. Also Sie dürfen auch gerne klatschen. Man darf es wieder. Und vielleicht auch an alle, die zugucken, natürlich gelten hier auch die 3G-Regeln. Alles wird kontrolliert, also falls Sie jetzt sich diese Frage stellen. Aber ich glaube, das ist inzwischen selbstverständlich. Ja, ich glaube, es ist jetzt gerade auch noch mal deutlich geworden, in jedem Arbeitsbereich sind natürlich die Herausforderungen andere. Und trotzdem zieht sich die gleichstellungspolitische Frage und die Herausforderung durch alle Bereiche. Wie, und das ist jetzt meine Frage auch an Sie drei, lassen sich diese Kräfte jetzt bündeln? Also wie lässt sich wirklich diese Notwendigkeit, wirklich bei allen Fragen unseres Lebens die gleichstellungspolitischen Aspekte mitzudenken. Wie lässt sich das jetzt aus Sicht der Gewerkschaften bündeln, um da mit gemeinsamer Kraft voranzugehen noch weiter?
Ja gut, das eine habe ich schon gesagt, wir müssen das Thema auch in die Betriebe bringen. Dafür sind unsere Betriebsräte und Betriebsrätinnen ganz, ganz wichtig und notwendig, das auch zu setzen. Wir müssen das Thema, wir müssen jedes gleichstellungspolitische Thema, das will ich ausdrücklich sagen, in alle Prozesse jetzt einbringen. Übrigens auch gerade in die Transformationsprozesse, die jetzt überall stattfinden, wo Frauen, sorry, auch bei Gewerkschaften häufig außen vor sind. Das geht nicht. Da müssen wir richtig rein in die Gestaltung der gleichstellungspolitischen Themen, weil Transformationsprozesse haben unterschiedliche Auswirkungen auf Männer und auf Frauen. So, und deshalb gehören sie in alle Prozesse rein. Ich bin ein bisschen pessimistisch, was die Politik angeht. Ich habe die Anliegen von Frauen und Familien, gerade jetzt auch im Vorwahlkampf, im Grunde kaum gesehen, bei keiner Partei, in keinem Triell, bei kaum einer Bürgerbefragung an die Kanzlerkandidaten und Kanzlerinnenkandidaten waren die Anliegen von Frauen und Familien ein Thema. Und deshalb habe ich da überhaupt keine große Hoffnung, aber umso mehr Forderungen. Und ich glaube, dass wir an zwei Stellen sofort viel Geld in die Hand nehmen müssen. Das eine ist bei der Aufwertung der sozialen und personennahen Dienstleistungsberufe. Da gehören übrigens auch die Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch zu, aber zum Beispiel auch Reinigungskräfte, an die nie jemand denkt, die in der Pandemie wirklich also nicht wegzudenken gewesen wären. Die Verkäuferinnen und Kassiererinnen und. Da haben wir viele Berufsgruppen, wo alle wissen, die halten das Land am Laufen und die brauchen jetzt endlich auch eine gesellschaftliche Wertschätzung und da kann die Politik auch helfen. Da muss mehr Geld ins System und Pflege hast du ja schon benannt. Und der zweite Punkt ist, wir brauchen wirklich eine funktionierende Infrastruktur, gerade auch für Frauen in unserer Gesellschaft. So, und dazu gehört natürlich der Ausbau der Kinderbetreuung. Auch da müssen wir mehr Geld in die Hand nehmen. Auf eine funktionierende Kinderbetreuung müssen sich sowohl die Beschäftigten als auch die Betriebe in Deutschland verlassen können. Das will ich mal nur als zwei Punkte benennen. Wir haben ja nachher noch eine Runde mit meiner Abteilungsleiterin Anja Woisthoff, die dann die vielen Forderungen, die wir natürlich gleichstellungspolitisch haben, auch noch mal benennen wird. Ja, genau, Frau Kortschisch. Also ich kann das nur unterstreichen, was Elke Hanna gerade gesagt hat. Wir sind uns ja auch sehr einig im DGB. Vielleicht mal eine kleine Randbemerkung zu diesem Ehegattensplitting. Da sind sich die DGB-Frauen auch einig, die Männer aber noch nicht. Das heißt, wir haben da die Hürde noch gar nicht überwunden, obwohl wir es eigentlich schon beschlossen haben, wird es jetzt wieder neu diskutiert, was ich wirklich sehr, sehr schwierig finde, um es mal freundlich zu sagen. Aber das Thema ist ja jetzt auch wieder nach oben gespült worden. Das muss man jetzt mit einer anderen, nochmal mit einem anderen Druck diskutieren. Und ansonsten ist es das, was Frau Hannack gerade gesagt hat. Also erstmal aufwerten, Berufe aufwerten. Frauen arbeiten in der Regel in den schlechter bezahlten Berufen. Wenn sie aus dieser Drucksituation herauskommen, dann sind sie auch eher in der Lage, selber für sich Anforderungen zu stellen. Da spielt die Zeit ein bisschen für sie, glaube ich auch, weil die Menschen werden gebraucht, die Frauen werden gebraucht, gerade in den großen Berufsfeldern hier Erziehung, Gesundheitswesen, Handel, die werden gebraucht. Die können auch selbstbewusster auftreten, glaube ich. Muss man manchen noch mal ein bisschen, muss man mit ihnen noch mal diskutieren. Wir wollen sie ja nicht bevormunden. Und um dann am Ende auch dafür zu kämpfen, dass Arbeit besser gestaltet wird. Weil wenn ich erstmal finanziell völlig abhängig bin, dann ist das die Existenzsicherung das allererste Thema, nämlich auch schlechte Arbeit an. Und deswegen glaube ich, in der Reihenfolge müssen wir auch die gleichstellungspolitischen Themen diskutieren. Da hilft der gesetzliche Mindestlohn. Ich bin als Tarifpolitikerin im Prinzip keine Freundin von gesetzlicher Lohngestaltung, aber da wir es ja nicht hinbekommen und es nach wie vor einen unfairen Wettbewerb gibt, auch einen Unterbietungswettbewerb, brauchen wir den, wir brauchen den ganz schnell. Da kommen wir dann so langsam aus der Altersarmutsgrenze heraus, so langsam und vorsichtig, aber hier 450 Euro Jobs abschaffen und so kommt heute noch alles. Aber ich denke, da sind wir uns wirklich einig, weil überall die Probleme dieselben Probleme sind, die Frauen da haben. Ja. Frau Tietke, das war ja auch gerade noch mal ein interessanter Punkt, den Frau Kotschisch gesagt hat, dass sie nämlich auch innerhalb der Gewerkschaften natürlich auch als Frauen
kämpfen, die gleichstellungspolitischen Fragen auch immer nach vorne zu rücken. Wie sehen Sie denn da Ihre Aufgabe sozusagen, was die Sensibilisierung von Betriebsräten und Betriebsrätinnen angeht? Was steht da jetzt sozusagen an, um diese Frage immer wieder auf den Tisch zu bringen? Ich will mal so anfangen. Erstmal sind Gewerkschafterinnen sich ja immer ziemlich einig. Deswegen Elke Hanak und auch Andrea Kocic hat eben auch schon viel dazu gesagt, dass innerhalb der Politik das Thema Gleichstellung doch auch im Vorfeld relativ kurz gekommen ist, der Bundestagswahl. Und wir brauchen von der neuen Bundesregierung endlich auch eine Erkenntnis, dass Gleichstellungspolitik wirklich uns alle gemeinsam angeht. Und ich glaube, das ist für unsere Gesellschaft absolut wichtig und gehört ganz oben auf die Agenda herauf. Und da will ich auch ganz klar nochmal deutlich ein Signal setzen und sagen, Schluss mit der Reservebank für das Thema Gleichstellungspolitik, sondern wir brauchen, glaube ich, als Frauen in der Gleichstellungspolitik wirklich mal eine deutliche Siegerposition, dass wir an dieser Stelle weiterkommen. Wenn wir jetzt über Betriebsräte sprechen oder wenn ich auf Ihre Frage auch zurückkomme, es ist schon so, dass wir als NGG mindestens auch für uns seit einigen Jahren mit unserer Initiative Lohngerechtigkeit, indem wir eben unsere Tarifverträge in den Blick nehmen und auch Diskriminierungspotenziale überprüfen, dass wir an dem Thema ein Stück weit dran sind. Und da sagen wir natürlich ganz deutlich, dass viele Tätigkeiten und Aufgaben eben auch aufgewertet werden müssen, weil sich eben über die ganz vielen Jahre und über die ganz vielen Jahrzehnte einfach auch die Anforderungen, die Belastungen völlig verändert haben, unter Corona jetzt noch mal mehr. Und wir kommen aber eben auch nur unterschiedlich gut voran. Es geht ja immer um Sozialpartnerschaft und es geht darum, dass der Gesetzgeber, die Gesetzgebung vernünftige Rahmenbedingungen schafft. Und wenn uns das gelingen würde und wir gesetzliche Rahmenbedingungen hätten, die eben auch den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen klare Aufgaben geben, ihre Entgeltsysteme und auch ihre Eingruppierungen zu überprüfen, und zwar zwingend und in regelmäßigen Abständen, dann wäre es in der Tat so, dass wir gemeinsam mit unseren Betriebsräten uns hier auf einen guten Weg machen könnten. Und ich würde auch heute aus der Situation heraus Betriebsrätinnen und Betriebsräten immer empfehlen, genau auf diese Potenziale zu schauen und genau an diesem Punkt immer wieder den Finger auch in die Wunde zu legen und da weiterzumachen, sodass wir eben keinen Rollback jetzt machen, gerade nach der Pandemie, sondern dass wir uns dort immer weiter auf den Weg voran begeben. Ich gucke noch mal hier in die Runde, ob es den Wunsch gibt, sich aktiv zu beteiligen. Ich sehe einen Wunsch. Bitte schön. Und dann gucke ich. Zunächst habe ich das Mikro. Doch, jetzt müsste es an sein. Ach so, ja. Mein Name ist Marianne Weg. Guten Tag. Ich kenne viele hier. Ja. Ja, wir kennen uns auch. Jedes Mal wieder gerne, liebe Julia Kropp. Und ich werde nächstes Jahr 10 Jahre in Ruhestand sein. Und zuvor habe ich in Hessen im hessischen Sozialministerium die Arbeitsschutzabteilung geleitet. Und deswegen, liebe Elke Hanak, möchte ich zum Gender Time Gap und zum Gender Care Gap den Health Gap hinzufügen, weil ich denke, der ist im Moment in der Diskussion ein bisschen unterbelichtet noch, gerade wenn es um konkrete Forderungen geht. Und er besteht in der Tat ja nicht nur aus der erhöhten Belastung der Frauen mit der Sorgearbeit. Also es gibt die ersten Daten dazu, wie durch die Pandemie die psychische Belastung gestiegen ist. Und es gibt eine Reihe Hinweise, dass sie für Frauen verstärkt gestiegen ist. Und ich will das einfach auch mal wegbringen, nur von dem Thema Sorgearbeit. Nicht, weil ich das nicht wichtig fände, aber am Beispiel Homeoffice. Die physischen Belastungen durch ergonomische und digitale Schlechtausstattung dann beim Homeoffice trifft die Frauen eindeutig mehr. Der Leistungs- und Beweisstress, da würde ich jetzt erstmal sagen, sehe ich keine konkrete Zuordnung, wo ein Geschlecht mehr betroffen ist, haben wir keine Daten zu. Die Vereinbarkeit in puncto Zeit und Ort der Berufstätigkeit macht es für Frauen ein bisschen leichter,
aber die Entgrenzung nun wiederum macht es schwerer. Das heißt, wir haben da vielfältige Faktoren. Ich will das jetzt auch abkürzen. Und die Faktoren wirken unterschiedlich auf Frauen und Männer. Und die Indizien sprechen dafür, Frauen sind da wieder mal die, die gekniffen sind. Und das führt dazu, dass ich vorschlage und denke, dass wir uns auch damit auseinandersetzen, wie zur Sicherstellung von Arbeits- und Gesundheitsschutz, weil einige dieser Dinge werden ja die Arbeitswelt jetzt auch neu und stärker prägen, dass wir uns mal was überlegen müssen zu der Frage, wie gehen wir denn dann mit dem Thema Gefährdungsbeurteilung um? Wir haben genügend Schwierigkeiten in den Betrieben, Gefährdungsbeurteilungen für die Arbeitsplätze, speziell die Frauenarbeitsplätze hinzubekommen. Und wenn es dann aber so ist, man müsste zu Hause alle diese Beispiele sich anschauen. Also ich habe noch keine Lösung, aber ich finde es notwendig und ich finde es auch total spannend, da dran zu gehen. Ja, vielen Dank, Frau Weg. Dankeschön, Frau Weg. Vielleicht ganz kurze Reaktion dazu und Sie dürfen gerne schon zu uns nach vorne kommen. Ich habe hier nämlich noch eine Wortmeldung auch aus dem Publikum. Möchte jemand sich dazu äußern von Ihnen dreien? Vielen Dank für die Ergänzungen, alles richtig. Ich wollte nicht noch den Health Gap bringen, weil ich kriege immer ganz viel Kritik. Könnt ihr denn nicht Deutsch sprechen? Verstehe das nicht. Geht es um die Gesundheit natürlich, auch die unterschiedlichen Auswirkungen auf Männer und Frauen. Gefährdungsbeurteilung war noch ein wichtiges Stichwort. Ich sage das ausdrücklich, die ist seit Ende der 90er Jahre verpflichtend für alle Betriebe in Deutschland. Und ganz viele, also die absolute Mehrheit der Betriebe hat es bis heute noch nicht durchgeführt. Warum? Weil es überhaupt keine Konsequenzen hat für die Betriebe, wenn sie es nicht machen. Das heißt, Gefährdungsbeurteilungen müssen scharf sanktioniert werden von Seiten des Gesetzgebers, damit Betriebe sie auch wirklich durchführen. Das vielleicht noch mal als Anmerkung. Ja, dann darf ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen. Genau. Mein Name ist Katja Nebel, ich komme von der Universität in Halle. Nein, ist kein Problem. Man erkennt sich ohne Maske oder ja, ohne Maske und ohne Bildschirm dazwischen. Nicht wieder. Ja. Genau. Genau. Und ich will vielleicht mal kurz meine Expertise als Mitglied der Sachverständigenkommission für den dritten Gleichstellungsbericht kurz einbringen. Und ich kann mich vielen Forderungen, die hier aufgestellt worden sind, nur anschließen und will vielleicht noch einen erweiternden Aspekt kurz ansprechen, die Mehrfachdiskriminierung. Personen, also wir reden ja hierfür über Gleichstellung aus der Perspektive von Frauen, aber es gibt ja auch junge und ältere Frauen, es gibt Frauen unterschiedlicher sozialer Herkunft oder Frauen mit Behinderung oder Frauen mit unterschiedlicher Ethnie. Und da haben wir auch nochmal ganz schwierige Beobachtungen, die wir anstellen. Also das Stichwort Kurzarbeitergeld, wer fällt alles raus aus dieser wichtigen sozialen Leistung? Das sind zum Beispiel auch die Frauen, die mit Behinderung auf den inklusiven Arbeitsmarkt, wenn er das dann irgendwann mal ist, kommen und in der Arbeitslosenversicherung nicht aufgefangen werden. Auch die bekommen alle kein Kurzarbeitergeld, obwohl sie nicht wegen ihrer Behinderung von der Pandemie betroffen sind, sondern wie wir alle von insgesamt einer schwierigen Situation. Zweites Stichwort, Zugang. Wir sprachen gerade von Betriebsrätinnen, die dann bei Online-Zugängen nicht ausgeschlossen werden sollen. Wie ist das mit Menschen mit einer sprachlichen Barriere oder dergleichen? Also, dass wir sozusagen nicht nur über die weiße Frau, wie wir sie jetzt auch hier überwiegend repräsentieren, sondern die Vielfalt der Frauen, dass wir das mit dem Blick haben. Und das finde ich auch das Spannende an dem Thema. Es ist anspruchsvoll, aber sich dem so auch planerisch beobachtend zu stellen, das ist doch der Reiz auch der Sache. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Nebel. Wir werden Sie ja nachher auch noch in einem Panel etwas ausführlicher erleben. Ja, Frau Tietke, Frau Kotschisch, Frau Hanak, Kommentare dazu? Wollen Sie davon was aufgreifen? Ja, alles vollkommen richtig, muss man sagen. Wir betrachten das eigentlich auch in dieser Detailliertheit. So, wir haben auch beispielsweise eine eigene DGB-Index Gute Arbeit-Umfrage gemacht zum Thema Frauen und Digitalisierung. Und da sieht man schon auch in der Gruppe der Frauen noch starke Unterschiede, wo Benachteiligungen besonders zum Zuge kommen. Und deshalb ist richtig, man muss einmal von barrierefreien Zugängen sprechen, die wirklich für alle da sind. Und wir sehen insbesondere die Frauen auch mit Migrationshintergrund, die mit die größten Benachteiligungen bei uns am Arbeitsmarkt haben, während der Pandemie, aber auch schon vor und ich fürchte auch nach der Pandemie. An dieses Thema müssen wir in jedem Fall sehr stark ran. Frau Tietke, Sie nicken.
Wollen Sie noch ergänzen? Ich nehme einen Daumen hoch. Okay. Genau, das kann man doch noch als guten Hinweis weiter aufnehmen, also um es stärker noch mal ins Bewusstsein zu holen und nicht es nur so nebenbei zu behandeln, sondern zu sagen, das ist eigentlich auch ein Fokus, wenn man sich des Themas annimmt. Ich gucke mal zu Yvonne Lott. Sie dürfen sich herzlich gerne im Chat natürlich auch beteiligen, Fragen stellen und das kommt hier an guter Stelle an auf jeden Fall. Also da darf ich Sie gerne herzlich nochmal zu einladen. Ich habe aber im Moment das Signal, dass bisher der Chat noch nicht so arg genutzt wird, aber das kommt vielleicht noch nach dem zweiten Kaffee. Deswegen würde ich jetzt gerne Johanna Wenkebach zu mir auf die Bühne holen. Johanna, stell dich kurz vor als Gastgeberin und bitteschön. Ja, danke. Danke für die gute Diskussion. Ich bin Johanna Wenkebach, habe das mitorganisiert und freue mich sehr, von hier oben die zu sehen, die unsere Gäste sind und über die, die zugeschaltet sind. Ich wollte eine Frage stellen und zwar zum Thema Arbeitszeit. Das wollen wir nachher auch noch in unserem Panel intensiv diskutieren, was es da für Vorschläge gibt, das anzugehen. Ich werde oft danach gefragt und finde diese Debatte auch sehr wichtig. Was haben wir eigentlich für Arbeitszeitregeln? Wir haben immer noch diese Vollzeitnorm. Wie wirkt sich das aus? Ich finde es sehr interessant, dass ihr jetzt in der Pflege dran seid, für eine Entlastung zu sorgen, wo es ja aber nicht darum geht, die Arbeitszeit letztlich zu reduzieren. Während ich mehrere, ich glaube, Wahlkampfauftritte vor großem Publikum gesehen habe, wo Annalena Baerbock beispielsweise gesagt hat, ja, wir wollen die, ich glaube, 35-Stunden-Woche in der Pflege. Deswegen nochmal die Frage, wie hat sich auf die Debatten, die um Arbeitszeit geführt werden, die ja sehr entscheidend sind, für diese Herausforderungen, die hier auch beschrieben worden sind, Sorgearbeit einerseits, andererseits Existenzsicherung, was die Kollegin der NGG auch sehr stark gemacht hat. Also hat sich die Debatte in den Gewerkschaften um Arbeitszeitthemen verändert durch die Krise oder ist das gleich geblieben? Das wäre was, was mich interessieren würde noch. Also bei uns hat sich es eindeutig nicht verändert. Wir halten ja extrem fest an den jetzigen Festlegungen im Arbeitsschutzgesetz. Das tun wir unter anderem auch, weil es ja nicht einfach mal so dahingeschrieben wurde, sondern weil es wissenschaftliche Erkenntnisse gab, wie lange kann man Menschen belasten. Und die Debatten, die es ja jetzt gibt, vor allen Dingen in der Politik, jetzt bin ich nicht bei der 35-Stunden Pflege, sondern insgesamt, lauten ja einfach, naja, das ist doch für alle besser, wenn man die tägliche Höchstarbeitszeit verändert. Und da werden aus meiner Sicht die allermeisten Menschen in diesem Land, die in der Produktion arbeiten, sind nicht nur Frauen, sind ja auch Männer, klar, völlig außer Acht gelassen. Es gibt aus meiner Sicht arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse, die haben sich nicht verändert, warum wir ein solches Arbeitszeitgesetz haben. Und die Frage, das Thema, was die Grünen aufgemacht haben, das ist bei uns auch wie eine Bombe eingeschlagen. Und gesagt, hui, das ist ja jetzt echt eine interessante Forderung, weil man muss ja beides tun. Also wir wollen ja auf der einen Seite schon auch, dass die gerade diese pflegerischen Berufe besser entlohnt werden. Wobei es da auch riesengroße Unterschiede gibt. Und das andere ist aber, wir wollen die Menschen entlasten. Und wenn ich einen Arbeitsmarkt habe oder auch weiß, dass der Arbeitsmarkt sich sehr, sehr schwierig entwickelt, man eigentlich zu wenig Menschen hat, dann kann man das alles fordern, nur man kriegt es nicht alles gleichzeitig umgesetzt. Das ist eher unsere Diskussion. Und deswegen sind wir jetzt auch da, wo wir aktiv sind. Wir fordern hier überall Personalbemessungstarifverträge mit Mindestbesetzungen. Darum geht es eigentlich. Es geht nicht, wie viel Handschläge soll der oder diejenige machen, sondern wie viele Menschen müssen an Bord sein in einer Schicht. Gab es auch schon in der Druckindustrie, ist nicht ganz neu. Das sind eigentlich unsere Anforderungen. Dafür braucht es erstmal mehr Leute. Wenn wir jetzt gleichzeitig noch eine Arbeitszeitverkürzung fordern, glauben wir, dass wir diese Personalknappheit nicht gleichzeitig mitgeregelt bekommen. Klar, wünschenswert finde ich sowieso kürzere Arbeitszeiten. Ne? Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist auch das ein Thema, was man wahrscheinlich über die Branchen hinweg sozusagen gesamtgesellschaftlich diskutieren muss. Funktionieren eigentlich diese ganzen Überlegungen, wenn wir alle immer weiter auf die 40-Stunden-Woche gucken oder funktioniert es nicht nur, wenn wir alle sozusagen weniger arbeiten? So. Frau Tietke, wollen Sie da noch ergänzen an der Stelle? Gerne. Ich kann auch nur sagen, dass wir an der täglichen Arbeitszeitgrenze nach oben nichts ändern wollen, sondern eher im Gegenteil. Und das werden wir auch nicht tun.
sondern ich glaube, wir müssten auch noch mal ein Stück weit darauf gucken, und das ist das, was wir auch immer wieder kommunizieren, dass es eben einfach klare Regeln braucht, nämlich genau dort, wo es um Homeoffice, mobiles Arbeiten geht. Das wird mit uns ohne konkrete, klare Regeln nicht möglich sein. Ansonsten setzen wir natürlich, wie auch die anderen Gewerkschaften, auf dem Schwerpunkt bei Arbeitszeit auf Modelle natürlich in unseren Tarifverträgen, die aber auf gar keinen Fall nach oben gehen wird. Also so viel ist sicher. Frau Kotschus, ich will an der Stelle mal fragen, bei Ihnen sind ja auch die Solo-Selbstständigen organisiert. Wie wird da das Thema Gleichstellung? Ist ja ein bisschen schwieriger zu diskutieren, aber wie kommen da die gleichstellungspolitischen Diskussionen an? Wie wird das da diskutiert? Gibt es da auch Forderungen in irgendeine Richtung? Das würde mich mal interessieren. Also mir sind da jetzt keine Forderungen bekannt, die abweichen von dem, was wir als Verdi insgesamt und als DGB insgesamt fordern. Die Frauen, die da als Solo-Selbstständige unterwegs sind, sind ja auch in sehr verschiedenen Berufsfeldern. Wir haben ja zum Teil welche, von denen man annehmen kann, dass sie eigentlich Arbeitnehmerinnen sind, also Scheinselbstständige. Und da ist natürlich auch wieder die Frage ganz relevant, Existenzminimum beziehungsweise Einkommen sichern. Ich will nicht immer nur von Existenzminimum reden, weil es verdienen ja nicht alle Menschen so unglaublich wenig, aber eine Klarheit darüber zu haben, bin ich eigentlich abhängig beschäftigt oder bin ich tatsächlich selbstständig? Das ist der eine Teil. Und dann gibt es die, die wir organisieren, die wirklich selbstständig sind. Und die haben dann nochmal andere Themen. Die haben mehr so die Themen Auftragsvergabe, Auftragsannahme, also das Verhältnis Werkvertrag, wie kann auch das geregelt sein, damit es da nicht zu schlechter Stellungen gibt im Verhältnis zu denen, die als Arbeitnehmerinnen beschäftigt sind, aber so richtig spezielle gleichstellungspolitische Themen sind mir jetzt gerade nicht bekannt. Möglicherweise gibt es die auch, aber ich kenne sie nicht. Ja. Mhm. Ich gucke noch mal ganz kurz. Yvonne, gibt es, Mensch, es gibt keine Fragen aus dem Chat. Das ist ja ein Ding. So, dann biegen wir jetzt fast schon so ein ganz kleines bisschen in die Schlussrunde ein. Alle reden ja jetzt, also es wabert durch das Land sozusagen die Rede von einer progressiven Politik, die jetzt ansetzen muss, ne, von Modernisierungs- und Zukunftsschüben. Was sind denn ja aus Ihrer Sicht auch jetzt wirklich die ganz klaren Leitplanken dafür? Also was würden Sie jetzt sozusagen uns mit auf den Weg geben, wenn wir heute auch noch das politische Panel am Schluss haben? Sie haben natürlich vieles schon angesprochen, aber was wären so die klaren politischen Forderungen? Was verstehen Sie unter einer progressiven Politik, die das Thema Gleichstellung einfach wie selbstverständlich auch mitdenkt, Frau Hanack? Ja, das frage ich meinen Vorsitzenden auch immer, was er unter einer progressiven Politik versteht. Und was sagt er? Also ich glaube schon, dass damit gemeint ist, wirklich einen Neuanfang zu machen bei vielen Themen, auch viel mehr gesellschaftspolitische, aber auch gewerkschaftspolitische Forderungen aufzunehmen in der Politik. Für mich ist progressive Politik in der Gleichstellungspolitik, wenn beispielsweise ein sogenanntes Gender Budgeting eingeführt wird. Das heißt, wenn alle Finanzen, alle Ausgaben der Haushalte, der Bundesministerien, aber auch auf Länderebene oder auf kommunaler Ebene daraufhin geprüft werden, welche Auswirkungen haben denn diese Aufgaben auf Männer und auf Frauen? Und nur wenn wir dieses mal analysieren und wissen, und wir ahnen schon, dass Frauen beispielsweise bei den Konjunkturprogrammen der Bundesregierung in den letzten anderthalb Jahren benachteiligt worden sind gegenüber den Branchen, wo überwiegend Männer arbeiten, dass man dann sagen muss als Politik, so, wir haben die Analysen, wir können schauen, wo wir sozusagen nachbalancieren müssen, so dass es wirklich einen gleichberechtigten Zugang auch von Frauen und Männern zu öffentlichen Haushaltsmitteln geben kann. Das wäre für mich absolut progressiv, wenn wir dieses Gender Budgeting auf Bundesebene installieren könnten. Frau Tietke, was würden Sie dazu packen? Kurz und knapp würde ich dazu sagen, ich würde es sehr begrüßen, wenn die neue Bundesregierung endlich zu der Erkenntnis kommt, dass Gleichstellungspolitik tatsächlich uns alle angeht und für die Gesellschaft wichtig ist
und dass es ganz oben auf die Agenda gehört. Und wenn das begriffen wurde, dann haben wir einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ja, Frau Kottisch. Ja, das, was Frau Tietke sagte, finde ich auch absolut richtig, das mitzudenken, wobei ich ein bisschen optimistischer bin als in der Vergangenheit, dass es vielleicht auch funktionieren könnte, wenn ich da so auf Kräfte innerhalb der Grünen gucke und ja auch in der SPD gibt es ja auch eine ganze Menge Frauen, aber nicht nur Frauen, auch Männer, die das Thema vorantreiben, ist vielleicht ein bisschen Mut, bisschen Hoffnung zu Optimismus da. Also wir sind ja, ich habe es gesagt, eigentlich klar mit unseren Anforderungen innerhalb des DGBs an die Politik. Und dann geht es darum, und man muss das ja heute schon als progressiv bezeichnen, ne, weil es so lange nicht passiert ist, den Arbeitsmarkt auch zu regulieren. Also zum Beispiel die Befristungspolitik, die auch so nachteilig auf Frauen wirkt, also nicht nur auf Männer, aber vor allen Dingen auch auf Frauen, ja, dass man sein Leben nicht organisieren, gestalten kann, weil man ewig in diesen Befristungsarbeitsverhältnissen hält. Also alles, was um diese prekäre Arbeit sich herumdreht, das wäre eigentlich mal ein Statement zu sagen, dass man das nicht mehr haben will. Das wäre aus meiner Sicht auch echt progressiv, nachdem wir das jetzt so lange Jahre immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt haben als notwendig, hört sich schon ein bisschen daneben an, aber es ist ja so, es hat ja keinen Fortschritt gegeben und den muss es da geben. Ja, danke schön. So, mein Bitten und mein Aufrufen hat tatsächlich in einer Frage gemündet, Yvonne. Genau. Und die Frage ist hier, ich lese es einfach vor, was halten Sie vom bedingungslosen Grundeinkommen? Wäre es eine Kapitalisierung von eigentlich unbezahlter Arbeit oder würde es der Vereinbarkeit der unterschiedlichen Anforderungen im Leben der Beschäftigten zukommen? Wer möchte denn dazu was sagen? Gucken Sie mich alle an. Nee. Ich kann dazu was sagen. Wir haben das in Verdi lange diskutiert, auch auf unserem Kongress diskutiert und wir sagen, dass wir das nicht befürworten. Es gibt eine klare Haltung und Position dazu. Vor allen Dingen ist das Thema der Finanzierbarkeit ja mal in den Raum zu stellen. Es hört sich so an, als wäre das eigentlich überhaupt gar kein Problem. Aber das ist ein Problem, wie wollen wir es sicherstellen, dass es überhaupt finanzierbar ist. Und dann folgen daraus natürlich 100.000 weitere Fragen. Und das, ja, ich will die jetzt nicht alle hier aufwerfen, aber wir sind keine Befürworterin eines solchen Systems. Genau, da haben wir auch eine klare Beschlusslage zu. Die Gewerkschaften und der DGB stehen eher für das Recht auf Arbeit, nicht für das Recht auf Nichtarbeit. So, dafür setzen wir uns ein und für mich ist immer auch ganz wichtig in diesem Zusammenhang die Frage der Bedarfsgerechtigkeit und ein bedingungsloses Grundeinkommen, was über alle gleich geschüttet wird, übrigens über die Vermögenden in diesem Land genauso wie über die, die überhaupt nichts haben, kann doch wirklich nicht der richtige Weg sein. Also alleine deshalb, wie ich sagen, solange man nicht auch mal eine Bedarfsgerechtigkeit diskutieren kann, ist das für mich also wirklich absolut ausgeschlossen. Offensichtlich ist es in den Gewerkschaften, die im DGB organisiert sind, gut gelungen, die gleichstellungspolitischen Kräfte zu bündeln und jetzt auch in die anstehenden, wie auch immer gearteten Koalitionsverhandlungen auch einzubringen. Wir können nur hoffen, dass sozusagen die jetzt inzwischen knapp 35% weiblichen Mitglieder des Bundestages statt 31% auch ihre Kräfte bündeln und sozusagen da partei- und ressortübergreifend denken. Ich glaube, es wäre im Sinne der gleichstellungspolitischen Fragestellung. Ich danke Ihnen dreien an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen schönen Gruß nach Hamburg und Ihnen beiden ganz herzlichen Dank für die Diskussion. Dankeschön. Gerne. Ja, wie machen wir jetzt weiter? Wir machen jetzt 10 Minuten Desinfektions- und Wasseraustauschpause hier vor Ort. Sie haben die Möglichkeit, einmal Luft zu schnappen, 10 Minuten. Und dann geht es in die Frage, was haben wir eigentlich alles für Daten und Fakten zu diesen Fragen, die wir jetzt hier gerade auch schon diskutiert haben? Was gibt es an wissenschaftlichen Erkenntnissen? Und da freue ich mich, wenn Sie auch an den Bildschirmen wieder dabei sind. Sie hier vor Ort ja sowieso. Bis gleich.